Hallo zusammen, uns allen ist es gewusst, dass die Geschichte eine sehr wesentliche Rolle in unserem Leben spielt und nicht wenige Menschen widmen ihrem Studium ein ganzes Leben. Als Beispiel kann man Viktor Seibert anführen, ein außergewöhnlicher Deutscher Kasachstans. Er hat einen großen Beitrag zur Erforschung kasachischer Geschichte geleistet und auf dieser Grund möchte ich über ihn im heutigen Video erzählen. Viktor Seibert war Archäologe, Spezialist für die Erforschung von Steinzeitdenkmälern in Nordkasachstan, Doktor der historischen Wissenschaften, Autor mehrerer wissenschaftlicher Entdeckungen und von mehr als 100 Büchern sowie Artikeln über die alte Geschichte Nordkasachstans. Er wurde 1947 im Dorf Nikolaevka in einer Familie ländlicher Intellektueller geboren. Sein Vater war ein Gesangslehrer und seine Mutter war eine Deutschlehrerin. Professor Seibert ist heutzutage weit über seine Heimat hinaus bekannt. Er hielt Vorträge an den Universitäten Oxford und Edinburgh, war korrespondierendes Mitglied der Akademie der Sozialwissenschaften der Republik Kasachstan, des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin und der Wissenschaftlichen Vereinigung der Deutschen in Kasachstan. Viktor Seibert begann unter der Leitung von Gennadi Zdanovich 1967 mit der Erforschung der archäologischen Stätten Nordkasachstans. Im Jahr 1980 entdeckte er auf einer Expedition einzigartiges Denkmal, die Überreste einer neolithischen Siedlung im Nordkasachstan neben dem Dorf Botai. In der Folge erhielt die Kultur ihren Namen vom Ehre dieses Dorfes. Die wichtigste Entdeckung, die auf Botai gemacht wurde, sind die frühesten Beweise für die Domestisierung des Pferdes. So wurden an der Seite der gefundenen Tongefäße jahrtausende alte Fettmoleküle von Stutenmilch gefunden. Die Domestisierung bestätigte sich auch bei der Untersuchung von Pferdeknochen und Zähnen. Und die weiteren Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pferdezucht die Haupttätigkeit von Botania war. Darüber hinaus werden auf dem Territorium des Siedlungs unterschiedliche Werkzeuge und Haushaltsgegenstände aus Knochen, Steine und Keramik gefunden. Es ist auch sehr interessant, dass die Botaya 2000 Jahre von Bronzezeit unterschiedliche Kupferwerkzeuge und Gegenstände verwenden. Und das Studium der botayischen Kultur dauert bis heute an. So kann man feststellen, dass Viktor Seibert einen großen Beitrag zur Erforschung unsere Geschichte geleistet hat. Leider ist er in diesem Jahr nach Krankheit gestorben, aber die Entdeckungen des Wissenschaftlers würden die Jahrhunderte überdauern und das Werk von Viktor Fjodorowitsch wird fortgesetzt. So forschen seine Schüler weiter an Botai und die anderen von Seibert entdeckten historischen Denkmälern.